So, hallo, heute geht es um den Ladestecker der französischen Fahrzeuge der ersten Generation, den sogenannten Maréchal-Stecker. Das war wirklich ein Ding, das ausgereift war, anders als die heutigen. Der wurde verwendet in den französischen Elektrofahrzeugen der ersten Generation aus dem PSA-Konzern, also 106, Saxo, AX, Berlingo, Pachtner, dann aber auch die Renaults, Clio, Express und Kangoo. Jetzt ist erstmal zu klären, wie die Belegung hier drin ist. Hier vorne haben wir ein A- und eine G-Leitung. Da drin ist eine Brücke. Die sagt dem Fahrzeug einfach, ein Stecker ist präsent, ist eingesteckt. Dann kommt als nächstes neutral. Und 1 hier ist die Phase L1, normalerweise die 230 Volt Wechselstrom. L und K waren Steuerleitungen, als Steuerleitung konzipiert, um dem Fahrzeug irgendwas mitzuteilen. Die sind in den Handsteckern meistens nie belegt. Es kann sein, dass die in den großen stationären Ladestationen belegt sind, um dem Fahrzeug halt eine Schnellladung anzukündigen. Die 2 ist einfach die zweite Phase, L2, wenn man eine Drehstrom-Version hätte. Und ebenso 3 ist dann L3, die dritte Phase. Hier ist Erdung, ganz groß. Und hier Plus und Minus, die ganz großen Kontakte. Das wäre dann, wenn man die Gleichstromversion des Steckers hätte, also mit DC-Ladung. Dann sind hier sehr breite Kupferkontakte drin, die dann den Wagen über DC aufladen. Zuletzt hat mich ein Bekannter mal gefragt, ja, mein Kabel ist kaputt. Wie messe ich das denn überhaupt mal durch? Ja. Die Kontakte sind doch zu. Wie komme ich da dran? Das ist eigentlich ganz leicht. Man kann das so runterschieben. Da sieht man dann auch schon die Kontakte. Steckt irgendein Hölzchen rein, damit das so halbwegs offen bleibt. Und dann kann man auf Durchgang messen. Und man sieht jetzt auch hier bei dem, ist eben nicht alles belegt. Das ist also eine 220 Volt Wechselstrombelegung. Ne? Ja, jetzt könnte ich das alles einzeln durchmessen hier zum Stecker.